Das Konzept von den 69 CT überzeugt mich durch den wenigeren Schlupf auf dem Feld. Er bringt die Kraft besser auf den Boden, einen geringeren Kraftstoffverbrauch und eine höhere Effektivität. Wir sind ein Marktfruchtbetrieb mit 1500 Hektar Acker. In der Fruchtfolge stehen bei uns vorwiegend Getreide, Weizen, Weizen, Gerste, Raps. Durch die ständig steigenden Leistungsklassen der Traktoren ist die Art des Antriebs nicht so richtig mitgewachsen und sind der Meinung, dass in Zukunft der Reifen nicht das Allheilmittel sein wird. Da wir als Betrieb schon lange nach einem anderen Antriebskonzept gesucht haben, sind wir darauf aufmerksam geworden, dass die Firma Claas ihren Axion jetzt mit Kettenlaufwerk ausstatten möchte. Wir haben den Axion TT seit Sommer 2019. Er hat bei uns gemacht schwere Bodenbearbeitung, Kuppern, Scheibenecke. Wir sehen heute den Axion Terra Truck mit 4 Meter Kupper mit einer Arbeitstiefe von 30 cm. Der Schlepper hat zurzeit 350 Betriebsstunden geleistet. Durch die hohe Aufstandsfläche von dem Schlepper, durch das Raubenfahrwerk, haben wir kaum Verdichtungen, die wir nach der Saatbettbereitung sehen, gegenüber dem Standardschlepper. Bei uns wird großer Augenmerk darauf gelegt, dass der Boden so schonend wie möglich bewirtschaftet wird. Man kommt gut im Vorgewende rum. Die Bedienbarkeit von der Lenkung ist wirklich sehr gut. Was er machen soll im Betrieb, ist den Überladewagen fahren und danach den ersten Gang in der Bodenbearbeitung mit Grupper. Und als dritte Aufgabe für ihn ist die Saatbettbereitung. Und es gibt halt viele Möglichkeiten, den Schlepper individuell auf jeden Fahrer sich einzustellen. Der Motor und das Getriebe sind sehr gut aufeinander angepasst. Er macht seine Aufgabe sehr gut. Man kann wirklich eine 10-Stunden-Schicht bequem machen, ohne dass der Tank leer ist. Was auch wirklich sehr gut ist, die Werkzeugkiste am Tritt rausziehbar, immer gut erreichbar. Man kommt überall hin an die Wartungspunkte. Also was das angeht, bin ich sehr zufrieden mit dem Schlepper. Jetzt auf dem Feld ist das Raupenlaufwerk ähnlich wie beim Mähdrescher ein Fahrkomfort. Also das Fahrverhalten auf dem Feld ist sehr gut, also man merkt keine Bodenwellen, es ist angenehmes Fahren, man sitzt gut. Ich sage mal, es gibt ja nichts Besseres, als wenn du den ganzen Tag Schlepper fahren kannst und bist ja abends entspannt. Das ist eigentlich Luxus.